Hi und herzlich willkommen zu meinem 1K-Special-Video, beziehungsweise das erste. Ich habe mir was ganz Besonderes vorgenommen für meine ersten 1000 Abonnenten, beziehungsweise eine Videoreihe habe ich mir ausgedacht, weil ich mir immer total ein Upcringe dabei, wenn ich irgendwie so eine Dankesrede halte von wegen danke, dass ihr mich so lange verfolgt und bla bla bla, spare ich mir das Ganze und sage einfach nur eins. Danke. Ja, also wirklich, ich kann es nicht glauben, dass ich erst seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren dabei bin und dass ich schon 1000 Abonnenten habe. Mega geil, ich freue mich total und es ist schön, dass es so gut ankommt bei euch. Freut mich. Dürft mir immer sehr, sehr gerne Videowünsche oder sonst was mitteilen oder könnt mir auch immer gerne auf Instagram schreiben, wenn ihr irgendein Anliegen habt oder so. Ich bin super gerne für euch da. Ich bin, ich habe da einfach echt Spaß dran und genau, Ich möchte gar nicht so viel quatschen, ich möchte anfangen. Heute mache ich so einen kleinen Semesterrückblick und es geht heute um mein erstes Semester in Medizin. Ich habe hier schon mal meine Kiste rausgekramt. Das ist alles aus dem ersten und zweiten Semester. Heute mache ich aber nur das erste Semester. Fürs zweite kommt noch ein separates Video. Ich möchte euch mal zeigen, wie ich angefangen habe zu lernen, weil ich glaube, ich werde mich super totlachen. Ich habe da selber nicht mehr reingeschaut seit ein paar Jahren auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist total lustig für mich zu sehen, wie habe ich angefangen zu lernen, wie ging es mir in der Zeit. Und ich glaube, das ist cool, das nochmal so Revue passieren zu lassen. Boah, wer von euch hat noch diesen Taschenrechner aus der Schule? Guck mal, ich habe doch sogar mit Tippex meinen Namen eingraviert. Geil. Uiuiui, da springt mir doch direkt was ins Auge. Das hier ist mein Zellbiologie-Heft. Wenn ich das sehe, ey, da kommen Erinnerungen hoch, das glaubt ihr nicht. Sag mal, wie motiviert war ich damals eigentlich? Wenn ihr euch jetzt gerade fragt, was das sein soll, das habe ich mich gerade auch gefragt. Mikrotubuli, okay. Es geht hier um das Zytoskelett, also wie ist die Zelle aufgebaut. Mir fällt auch gerade auf, dass ich das alles so gemalt habe und dass ich es mir irgendwie nur einmal durchgelesen habe. In Zellbio war ich auch wirklich gar nicht gut. Da bin ich gerade mit einer Punktlandung irgendwie durchgekommen. Aber ich finde es schön, dass ich eine Phase hatte, wo ich mir anscheinend so viel Mühe gegeben habe. Ich glaube aber, dass das ganze Malen und Aufschreiben für mich eher so eine Art Prokrastinationsmittel war. Um nicht wirklich zu lernen, würde ich jetzt nie wieder so machen. Hier geht es um Endozytose. Ich habe das einfach alles gezeichnet. Wahnsinn, oder? Also wenn ihr irgendwie anfangt zu studieren und im ersten Semester seid oder so, macht es nicht nach. Also es kann ja auch sein, dass dir das hilft, aber für mich war es einfach eine riesige Zeitverschwendung. Ich habe sogar Bakterien gezeichnet. Vielleicht erkläre ich erstmal, was ich im ersten Semester überhaupt hatte für Fächer. Als erstes kam natürlich die Ersti-Woche. Die Ersti-Woche war extrem cool. Ich weiß gar nicht, ob sie mit mehr Inhalt gefüllt war, als sich, ein Bier nach dem anderen reinzuschütten. Nein, ich habe da natürlich auch viele coole Leute kennengelernt. Wir hatten schon so eine Einführungsvorlesung und sowas alles. Ich möchte aber auch nicht so viel verraten, falls ihr irgendwann mal an der MHH studiert. Ich möchte natürlich nicht spoilern. Lasst euch selber überraschen vom Wahnsinn. Meine erste Woche nach der ersten Woche begonnen mit dem Propädeutikum. Das ist bei uns an der MHH so eine Themenwoche. Davon haben wir vier Stück. Vier Stück. Da haben wir so Themen. Zum Beispiel war die erste Woche die Nierenwoche. Dann hatten wir eine Brustkrebswoche, eine Lungenwoche und eine, ich glaube Schmerz- und Rücken oder so. Schmerz- und Rückenwoche. Und in dieser Woche nimmt man alles über dieses Thema durch. Man hat die Anatomie, also die mikroskopische Anatomie, die makroskopische Anatomie der Niere beispielsweise. Man hat die Pathophysiologie, dass man praktisch einen Überblick über das ganze Organ hat, in allen seinen Facetten. Und das war eigentlich ganz cool. Haben danach eine kurze Multiple-Choice-Prüfung geschrieben. War auch dem Niveau angemessen, weil man ist im ersten Semester. Natürlich hat man keine Grundkenntnisse, deswegen wird die Prüfung auch dementsprechend angepasst. Also auch hier keine Panik. Danach hat mein Studium begonnen mit Anatomie, also die makroskopische Anatomie, wo man im Präparierkurs an Körperspendern lernt. Dann hat man die mikroskopische Anatomie, wo man mikroskopiert. Das fing bei mir ja an mit Zellbio hier. Ihr erinnert euch an dieses tolle Heftchen. Was nach ein paar Wochen übergeht in die Histologie. Das heißt, man schaut sich die Organe auf der kleinsten zellulären Ebene an. Man hat noch kleinere Fächer wie Humangenetik 1. Genau, also so Erbgänge. Wenn du Biologie in der Oberstufe hast, dann kennst du das.
Man nimmt die ganzen Erbgänge durch, man lernt was über Chromosomen. Man fängt an mit Chemie und hat dann auch so ein Chemiepraktikum im Labor, wo man so ein paar Experimente macht. Ihr müsst keine Vorkenntnisse haben. Physik hatten wir, glaube ich, erst im zweiten Semester. Sehr schön, dass ich mich daran erinnere. Es war ja früher noch so, dass man fürs Medizinstudium das Latinum brauchte. Das ist schon ganz, ganz lange nicht mehr so. Aber man hat in der Uni dafür einen Kurs, der heißt Terminologie. Da lernt man Latein und genau, man muss unheimlich viele medizinische Wörter auswendig lernen und die Deklination, also man muss die Wörter richtig deklinieren, sodass man auch später die anatomischen Begriffe im Singular und im Plural richtig ausspricht. Ich habe 2018 angefangen zu studieren. Wir haben auch so für jedes Modul so ein fettes Skript bekommen. Und da merkt man mal, wie viel ich gezeichnet habe. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe das einfach nie gemacht. Was am lehrreichsten war im ersten Semester, ist auf jeden Fall Anatomie und der PrEP-Kurs. Das war wirklich so eine abgefahrene Erfahrung, das war so cool. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ihr glaubt nicht, wie anders diese Strukturen am Körperspender aussehen, als jetzt im Prometheus, also in den großen Anatomiebüchern. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr da irgendeinen bestimmten Nerven sucht, dann sieht das als erstes so aus, als würdet ihr die Nadel im Heuhaufen suchen. Und irgendwann hat man auch den Dreh raus. So ist es. Überfordernd ist alles am Anfang, aber man wächst da rein, man lernt das und man schafft das auch. Irgendwas Besonderes aus dem ersten Semester. Also ich muss sagen, dass mein Fokus im ersten Semester viel mehr darauf lag, erstmal mich hier einzugewöhnen, in die neue Stadt, in die neue Wohnung, mich an die neuen Leute zu gewöhnen, Freundschaften zu schließen. Das war auch so primär mein Ziel und ich habe im ersten Semester zwar gelernt, aber ich habe jetzt nicht den Fokus so 100% aufs Lernen gelegt. Und ich glaube, dass das auch normal ist. Klar, man muss lernen, man muss irgendwie ein bisschen mitlernen, damit man vorankommt und damit man nicht komplett hinterherhängt, aber genießt auch erstmal die Zeit am Anfang. Lasst erstmal die ganzen neuen Eindrücke auf euch einwirken. Was waren die schönsten Erlebnisse im ersten Semester für mich? Die schönsten Erlebnisse waren für mich auf jeden Fall die Erfahrungen im Präparierkurs. Ich fand das so faszinierend und so interessant, das erste Mal die Anatomie an einem echten Menschen kennenzulernen. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich auch in den späteren Semestern als Tutorin dort im Präparierkurs gearbeitet habe. Also ich durfte dann den neuen Erstsemestern praktisch das Präparieren beibringen und so ein bisschen beim Lernen helfen. Das kann man fast in jedem Kurs machen, das konnte man auch in der mikroskopischen Anatomie machen, dass man sich da als Tutorin oder als Tutor bewirbt. Also wenn ihr später einen kleinen Nebenjob haben wollt im Studium, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Noch schön war allgemein das erste Mal extrem selbstständig zu sein. Ich bin das erste Mal von zu Hause ausgezogen und habe eine eigene Wohnung gehabt. Habe neue Leute kennengelernt und ich habe das Gefühl, dass ich in dem halben Jahr irgendwie so einen richtigen Entwicklungsschritt gemacht habe. Also so ein, weiß ich nicht, dass ich da auf viele Herausforderungen gestoßen bin und die selbstständig irgendwie auch lösen musste, weil ich eben dann hier alleine gewohnt habe. Ich bin, glaube ich, sehr viel offener geworden, dadurch, dass ich viele neue Leute kennengelernt habe. Und ich glaube auch, dass mir das erste Semester gezeigt hat, wozu ich in der Lage bin, wie viel ich kann. Wie viel ich lernen kann und dass ich auch in der Lage bin, meine Lernstrategie zu finden. Und ich habe gelernt, dass ich mich durch meinen Frust nicht beeinflussen lasse, dass ich den Frust aushalten kann und dass ich trotzdem ja, meine Prüfungen bestehe, dass ich trotzdem lerne und dass es nicht darum geht, alles zu können, sondern dass es darum geht, nicht aufzugeben, wenn es schwierig wird. Das war am schwierigsten für mich im ersten Semester. Ich hatte anfangs viel mit Heimweh zu kämpfen, habe mich ein bisschen lost gefühlt, weil ich so viel selbstständig machen musste. Das hat sich aber Gott sei Dank relativ schnell gelegt. Ich habe Gott sei Dank relativ schnell sehr nette Leute kennengelernt, mit denen ich bis heute befreundet bin. Und ja, wir haben uns dann gegenseitig halt einfach super viel Halt gegeben. Aber trotzdem ist das natürlich erstmal eine ganz neue Situation. Überfordernd und ja, reizüberflutend. Ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, in der Anatomievorlesung, wo ich dann gemerkt habe, dass das Tempo auf einmal ganz schön angezogen wird. Ich habe auch öfter mal geweint, weil ich so dachte, ich werde es einfach nicht schaffen. Ich weiß nicht, wie ich das alles lernen soll bis zum Testat. Spoiler, ich habe es geschafft. Und ich habe auf jeden Fall nicht alles geschafft. Ich habe auf jeden Fall auch im Testat nicht viel gewusst, aber ich bin trotzdem da durchgekommen.
Ja, das war auch eine der schwierigsten Situationen. Die ersten mündlichen Prüfungen am Körperspender, im Präparierkurs. Das waren die Testate. Die Testate sind uni-intern. Da bekommt man keine Note für. Das hat auch nicht viel mit dem Physikum an sich zu tun, sondern die Uni prüft intern die Studenten und Studentinnen, um diese dann zur offiziellen Anatomieprüfung zuzulassen. Dementsprechend eigentlich gar nicht so ein großes Ding, aber ich glaube, es ging auch viel mehr darum, uns so ein bisschen darauf vorzubereiten, eine mündliche Prüfung zu haben. Ich fand es im Nachhinein auch sehr gut. Ja, aber die Aufregung, die war unnormal, wirklich. Das war schon eine sehr, sehr große Herausforderung, weil ich es eben nicht gewohnt war, in eine Prüfung zu gehen und nicht 100% gut vorbereitet gewesen zu sein, weil ich wirklich dachte, ey, ich kann weniger als die Hälfte. Das war sehr schwierig für mich auszuhalten, weil man halt einfach von der Schule, von so einem Niveau kommt irgendwie. Ich da mit meinem 1,4er Abi stand und auf einmal bin ich im Medizinstudium und man merkt, boah, ich kann doch nicht alles und ich komme schnell an meine Grenzen. Aber das ist ganz normal. Man gewöhnt sich auch daran und man wird besser auch mit der Zeit. Also es ist ja klar, es ist ein ganz anderes Pensum, es ist was ganz anderes. Und man muss erstmal überhaupt klarkommen, man muss erstmal sich daran gewöhnen. Und das kannst du im ersten Semester eben nicht. Im Nachhinein ist es irgendwie schön, das nochmal so Revue passieren zu lassen. Was würde ich anders machen, wäre ich jetzt nochmal im ersten Semester? Ich habe es, glaube ich, gerade schon erwähnt. Ich würde nicht mehr so viel malen, nicht mehr so viel Zeit damit verschwenden, so viel aufzuschreiben. Weil letztendlich, was mir bei Anatomie zum Beispiel am meisten geholfen hat, war das stumpfe Auswendiglernen. Ich habe ein Skelett, der Otto. Und da habe ich dann letztendlich mit meinem Anatomiebuch gestanden und habe dann mir die anatomischen Strukturen da versucht zu visualisieren, mir vorzustellen. Und mir hat das mit dem Skelett super geholfen, um zu verstehen, wie die Bewegungsachse nachher ist. Ich habe viel mit Amboss gelernt. Amboss ist eine Plattform, wo man wirklich alles nachlesen kann. Amboss ist so die Plattform für alles, für Anatomie, für Histologie, aber auch später für klinische Fächer. Da werdet ihr wahrscheinlich auch einen kostenlosen Zugang bekommen von eurer Uni. Das ist bei uns auf jeden Fall so und ich schätze, das ist an vielen anderen Unis auch so. Dann kann ich euch die Endspurt-Skripte ans Herz legen. Ich zeige euch das einmal. Die Endspurt-Reihe, die sehen so aus, die Bücher, und die gibt es für jedes Modul. Die gibt es auch für klinische Module. Da gibt es auf jeden Fall eine Reihe für die Vorklinik und dann gibt es auch noch eine Reihe für die Klinik. Lohnt sich da reinzuschauen. Ich habe jetzt nicht für jedes Modul die Dinger hier gekauft, sondern zum Beispiel für Histologie, für Physik. Und da sind auch Übungsaufgaben drin. Top, wirklich. Kann ich sowas von empfehlen. Alles unbezahlte Werbung. Für Histologie kann ich die Renate empfehlen. Ich habe leider das Buch verkauft, deswegen kann ich es euch nicht mehr zeigen. Das ist ein kleines Taschenlehrbuch Histologie von Thieme. Und das heißt Renate. Ich weiß nicht, ob es immer noch so heißt. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Einblicke geben. Ich hoffe, ich kann dir ein bisschen helfen, falls du anfängst zu studieren. Und ich hoffe, es ist auch ein bisschen unterhaltsam. Lass dich nicht ärgern, lass dich nicht unterkriegen. Du kannst alles schaffen, wenn du das möchtest. Und ja, ich bin auf jeden Fall der Meinung, es lohnt sich. Jetzt habe ich auf zu quatschen. Ey, das ist echt ein Zeichen, das Video zu beenden. Wir sehen uns beim nächsten Video, wo es um mein zweites Semester geht. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, ich hoffe, es geht dir gut und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!